Hey ihr Lieben, ich bin's wieder heute. Heute miste ich Stall aus. Und ihr seid dabei. Das bedeutet, ich mache den Unterstand komplett sauber. Wird neu eingestreut. Hier draußen ist nicht viel. Relativ sauber, da kehre ich ein bisschen zusammen. Da ist auch noch Häuschen. Ja, hier ist eigentlich alles relativ sauber. Dann wollen wir mal ausmisten. So, es ist gar nicht so schmutzig, glaube ich. Ich hoffe, ihr seht alles. Habt ihr alles drauf? Ich glaube schon, ne? Weiß nicht, ob das so geht. Gucken wir mal. Also, kommt erstmal hier das hier. Moment, ich zeige euch das gleich. Das nennt sich Stallboy, dieses Ding. Das ist halt wie so ein, was machst du da so drauf, ne? Die Kaka. So. Dann brauche ich So, mit der Gabel nehme ich das Stroh raus, was noch gut ist. Nicht alles drauf, ne? So, also das Stroh, was noch gut ist, ist, na gut, das ist echt nur noch das oberste, was trocken ist, mal zur Seite, weil das verwende ich natürlich nochmal bei dem neuen Einstreuen. Das ist ja zu schade zum Wegwerfen, ne? Weil draußen ganz viele Bremsen sind und das ist dann eher nicht so angenehm da draußen für die Pferde. Ne? Dann wollen wir mal. Engler. Jetzt seht ihr, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier ist nass. Und das Nasse kommt jetzt alles auf den Misthaufen. Ja? So. Halt entweder nur eine kleine Schubkarre oder eine große. Ich nehme die kleine. Fahre ich halt ein bisschen öfter, aber ja, keine Ahnung. Mich haut es nicht auf, hoffentlich dann. Die große ist dann doch schon sehr schwer, wenn die voll ist. Da wird es dann sehr wackelig. Es ist so wenig. Oh. Oh.
In der Sonne ist es eigentlich recht angenehm, muss ich sagen. Und vor allem, wenn man so ausmistet, wird einem dann doch warm. Ja, was machst du auf dem Dach? Hey, Mäuschen, was machst du da? Katzen immer höher, schneller, weiter. Ich mache das Nasse jetzt mal alles raus. Und dann, wenn ich das alles auf dem Misthaufen geschafft habe, es sind noch ein paar Scheibchen, dann noch mal fahren. Meistens fahre ich so 7 bis 8 Mal. Das ist jetzt das dritte Mal dann. Wenn ich das dann alles raus habe, eine geht noch. Eine geht noch drauf, eine geht noch. Ach, da geht ja noch eine drauf. Das ist so schwer, wenn es nass ist. Das ist Sport. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Nasse mal alles weg habe. So, ihr Lieben, ich habe mich ein bisschen verrechnet. Es waren nur 6 Schubkarren, Scheibtruhen, wie auch immer, wo man lebt. In Österreich heißt das Scheibtruhe. Und warum wackelt das? Und in Deutschland Schubkarre, ne? Also ich habe jetzt alles mal hier schön leer gemacht. Das nasse Stroh ist raus. Das, was am Rand liegt, wird noch eingestreut wieder. Das ist Futter, das ist Heu. Das kann man alles noch verwenden. Ja. Dann machen wir mal weiter, ne? Ich streue dann jetzt mal das ein, was da am Rand liegt. Uschi, willst du raus oder dann geh einfach rum? Ja. Das kommt jetzt in die Mitte. Das ist alles trocken und kaputt. Weil gleich Stroh durch die Luke kommt. Also dieses Heu hier. Es ist etwas dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Da kommt dann gleich das Stroh. Ich würde sagen, dann gehen wir mal hoch. Ne? Wo das zum Heuboden, Strohboden, wie auch immer anders nennt. Gehen wir mal hier hoch. Flackert es wieder? Ja, die Lampen sind durch, ey. Die eine flackert immer, kriegt man ja. Ich lasse das mal aus. Man sieht auch sowas. Unser restliches Heu. Ne? Das hier ist alles zweiter Schnitt. Also wir machen 2 Mal im Jahr Heu. Da hinten habe ich noch einen ersten Schnitt. Das ist grober. Außerdem bekommen Sie als nächstes den ersten Schnitt. Und hier ist mein Stroh. Und hier schmeiße ich es gleich runter.
So, dann machen wir mal das Stroh ins Loch rein. So. Das zieht hier immer durch. Puh. Es ist ja immer so ein Puzzle-Spiel. Puzzle. Okay, so, hier haben wir jetzt mein Stroh. Ich mache einfach hier ins Loch rein. Seht ihr das? Ich glaube schon, ne? Und es kommt teilweise wieder hochgeflogen, wenn es so windig ist. Boah. Weil wir machen ja unten noch ein bisschen schönes bisschen Stroh drauf. Soll ja gemütlich sein, ne? Wie gesagt. Aber viel brauche ich nicht. So ein bisschen. Ist ja doch eine breite Fläche. Soll ja überall das drauf sein. Ein bisschen dicker. Komm. Uschi weg. Da muss aber aufpassen, dass da keine Katze gerade im Stroh sitzt. Weil das ist eine Gabel, ne? Eine Mistgabel. Sonst hat die Katze es hinter sich oder so. Ja, ich ziehe mir immer meine Nase hoch, ey. Tut mir leid. Putz die mir gleich, versprochen. Moment. Jetzt gehen wir wieder runter. Also ihr seht, das grenzt an Fitness. Oh. Als allererstes, wie versprochen, Nase putzen. Sorry. Denkt man dann immer, ich mache noch kurz diese eine Gabel fertig, mache das noch schnell und dann putze ich mir die Nase. Ja, und dann wird die ganze Zeit. So. Jetzt kommen wir zur freien Arbeit sozusagen. So, ich habe, wie soll ich sagen, Frühsport gemacht. Also ich bin jetzt schon mal warm. Es ist wieder schön. Schön sauber. Nikita hat jetzt mal ihr Fressi da. Ja, Mäuschen. Fressi, Fressi. Hätte er noch drüber putzen, über sie. Also nachher ist noch Pferdputzen angesagt. Oder morgen, ich weiß es noch nicht. Ja, Hufschmied kommt auch jetzt Anfang oder Mitte März. Ich frage ihn, ob ich das filmen darf, also nicht ihn. Weil vielleicht ist das für einige interessant. Ja, Puma. Puma hat mit dem Auge Probleme, der hat schon wieder Salbe drinnen. Das ist aber eine längere Story. Also man muss immer schmieren, 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 schmieren. Er ist ein bisschen größer als die Nikita. Na, dann lasst euch mal schmecken. Salzleckstein haben sie, ne? Im Sommer ist das extrem wichtig. Oder überhaupt. Da habe ich noch ganz viele. Ja, das hier ist halt zweiter Schnitt, ne? Der ist etwas feiner. Dieses Unterfangen habe ich meinen Lieblingsbesen. Der ist schön. Der hat so richtig schöne, harte Borschen. Dann macht sich das recht gut. Es sieht doch gleich viel schöner aus, wenn da einfach mal kurz drüber gekehrt ist. Hat mir jetzt 8 Minuten gekostet oder so. Ne? Ah. Okay, auch noch ein bisschen zusammen kurz. Und dann ist gut. Dann ist gut.
Na Leute, das war's. Normalerweise mache ich noch Heu runter. Aber das Heu das reicht noch eine Weile. Dieses Heu, was da unten ist, das... Leute, ist mir warm. Jetzt ist mir so richtig warm. Mir war vorhin so kalt. Die Wiese, die wird übrigens Mitte März gestriegelt. Wir haben jetzt nicht genug Gülle, aber die Pferde haben da gut hingeäppelt überall. Schaut mal, was die zwei für einen Auslauf. Die Bremsen fallen hier mal auf. Was die zwei, das fängt da hinten oben an. Geht hier runter, da so lang. Jedenfalls wird das alles eingearbeitet dann. Und dann ist die Wiese halt mal zu, ne? Bis Anfang, Mitte Mai, dass die wachsen kann. Und dann beginnt die Weidesaison. Da stecken wir da nicht ganz so viel ab, weil es sind ja auch nur zwei Pferde. Wir wollen ja auch Heu haben, ne? Vor allem ist uns der erste Schnitt sehr wichtig. Da hinten sind Birnenbäume. Keine normalen Birnen, sondern das sind Birnen zum Schnaps produzieren. Also die verkaufen wir an einen Bauern, der da Schnaps draus macht. Ja. Das da hinten ist auch ein Apfelbaum, der hat so rote Äpfel dran, der da ganz hinten. Walnuss haben wir auch, einmal da und einmal vorne. Also ihr merkt, hier bleibst du gesund. Frische Luft, viel Bewegung, tipptopp. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, Daumen nach oben, bitte keinen nach unten. Wehe, dann lieber gar nichts. Ne? Also ja, und in diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag.